Hallo, Markus hier. Heute mit einem mega wichtigen Thema und zwar Inflation. Ist in aller Munde, ja. Wir hatten im Jänner 5,3% Inflation in Deutschland, Österreich ähnlich. Das war der stärkste Anstieg in einem Jahr seit über 50 Jahren, glaube ich. Es war ein Anstieg nämlich von 1% auf 5,3%. Das sind 400% in einem Jahr. Und was man in einer Inflation tun kann, weil wir haben noch keine echte Inflation. Also es gibt Inflation, aber das ist noch weder noch eine Hyperinflation, noch eine starke Inflation. Aber ich zeige Ihnen jetzt, was man in einer starken Inflation tun muss und was man in einer Hyperinflation tun muss. Und alles, was Sie bisher gehört haben, ja, du wirst mit Silber Brot kaufen und so weiter, ist alles Nonsens. All die Leute, die solche Ratschläge von sich geben, haben keine Ahnung, weil sie es nicht erlebt haben. Was ich Ihnen heute zeigen werde und sagen werde, sind Praxistipps von jemandem, der eine Inflation durchlebt hat, erlebt hat. Nicht von mir, sondern von einem Freund von mir. Und zwar in Jugoslawien. Jugoslawien war ein super Land. Ich bin dort jedes Jahr mit den Eltern, wir sind jedes Jahr in den Urlaub gefahren, ja, und war wunderschön. Außer die Wartezeiten an den Grenzen, ja, teilweise, ich glaube, der Rekord waren 10 Stunden. Wir haben einmal 10 Stunden an der Grenze gewartet, ja. Weil halt mega Kolonnen waren, ja, und das Auto wurde zerlegt und. Wie auch immer. Jugoslawien, super Land, total, wir gehen immer noch gerne zu Kroatien, wir gehen immer noch gerne ans Meer. Und die haben damals im Schnitt eine Inflation irgendwo zwischen 50% und 70% gehabt. Ja, und zwar über einen langen Zeitraum, über 20, 30 Jahre. Der Dinar, damals der jugoslawische Dinar, der ist ständig im Wert gesunken. Ja. Und die Leute haben mit der Zeit natürlich gelernt, damit zu leben. Und die Tipps, die zu greifen kommen, sind erst dann interessant, wenn die Inflation ansteigt. Wenn es Richtung 50%, eigentlich ab 30%, wird es interessant. Sie werden sich denken jetzt vielleicht, Moment, Markus, 30%, wir sind ja gerade erst bei 5%, ja, weit entfernt von den 30%. Ja. In der Türkei sind sie im Moment 48% im Jahr. Das heißt, sie verlieren im Jahr die Hälfte ihres Vermögens am Kaufkraft. Ja. 5% Kaufkraft verlieren sie, ich glaube, 40% auf 10 Jahre, ja, der Kaufkraft. Das heißt, aus 100.000 Euro, ja, werden 60.000 kaufkraftmäßig nach 10 Jahren. Ist alles nicht so schlimm, werden Sie sich denken, 10 Jahre ist lang her, aber Freunde, ist es nicht so spannend. Okay, was tut man jetzt bei einer starken Inflation? Angenommen, die Inflation steigt nicht von 5 auf 10, ist alles nur tricky. Wir merken es, die Preise werden einfach teurer. Ja? Es ist nicht so, dass die Waren besser werden und die Aktienkurse steigen. Es ist nicht so, dass die Firmen mehr wert werden, ja? Dass VW jetzt plötzlich mehr Autos oder bessere Autos produziert, nur weil die Aktien steigen. Das ist die Inflation. Die Aktien steigen, weil das Geld weniger wert ist. Ja? Und eine Aktie ist zumindest eine gewisse Sicherheit, ein Sachwert. Okay. Was tun bei einer stärkeren Inflation? 30%, 40%, 50% und mehr, was nicht unrealistisch ist, wenn das so weitergeht wie bisher oder wenn sich die Situation verschlechtert. So, das erste und der erste und der wichtigste Tipp, den ich gehört habe, ist, die Rechnungen nicht zu bezahlen. Das ist das Erste, was du machst. Das heißt, es kommt die Stromrechnung, es kommt die Telefonrechnung und du zahlst die Rechnung einfach nicht. Ja. Wenn du 100% Inflation hast im Jahr, sind es ca. 10% im Monat. Das heißt, du wartest einen Monat, du wartest auf die erste Mahnung, du wartest auf die zweite Mahnung, das sind 2 Monate circa vergangen und dann zahlst du die Rechnung. Und du hast dir 20% bei dem Ganzen gespart. Yes! Ja, hat er mal gesagt, das war gang und gäbe. Niemand hat die Rechnungen dort bezahlt. Ja, aber nicht nur für Strom, nicht nur für Wasser, nicht nur für Telefon, ja, sondern, und jetzt wird es interessant, sondern auch Kreditrückzahlungen. Er hat mir gesagt, mein Freund, er hat gesagt, wie die Hyperinflation angezogen hat, also wie die Inflation von 50 auf 100, von 100 auf 200-300% angestiegen ist, ja, dann war das war absolut genial. Du hast mit den Kreditraten gewartet, du hast einfach 1-2 Monate gewartet und du hast die Hälfte von dem nur noch zahlen vom Wert. Die Hälfte von dem zahlen müssen, was du vorher gezahlt hast. Man muss jetzt fairerweise dazu sagen, dass das heute nicht mehr so einfach möglich ist, weil damals hat es nur Fixzins gegeben. Es hat keine Indexanpassung gegeben und nichts. Es hat einen fixen Zinssatz gegeben. Hausnummer, der waren 15%. Du hast 15% im Jahr Zinsen gezahlt und okay, das war's. Und das war fix. Und wie dann die Inflationsrate nach oben gegangen ist, ja, und
von 50 auf 100 auf mehr raufgeklettert ist, Freunde, das Beste, was passieren kann. Ja? Jetzt gerade zum Schluss war das so, zum Schluss, du hast das Haus dann, Hausnummer umgerechnet, du hast heute 500.000, hast Kredit aufgenommen und du hast zum Schluss für 10.000 Euro abbezahlt. Ja? Das war Mördergewinn. Ja? Das Gleiche mit den Rechnungen. Wenn du 10% im Monat Inflation hast, angenommen, und du wartest 2 Monate, zahlst du um 20% weniger. 20%, das ist, oder allein 10% im Monat Gewinn schafft kein Fonds, schafft praktisch keine Aktie. Ja? Alles, was Sie hören, wir werden bei einer Inflation mit Silber zahlen, wir werden mit Gold zahlen, wir werden unser Brot mit Silbermünzen zahlen. Freunde, das wird nicht passieren. Ja? Die Leute sind ja nicht dämlich, die wissen ja, wenn eine starke Inflation beginnt, ja, gibt keiner mehr die Münzen her. Ja? Die Leute wissen, dass eine starke Inflation in einer Hyperinflation enden wird. Die Hyperinflation, die steigt so lange, bis es zu einer Umwandlung kommt. Es kommt einfach die Regierung daher und sagt, Freunde, beim Diener war das der Fall, Freunde, wir streichen jetzt 6 Nullen hinten weg oder wir streichen 9 Nullen hinten weg oder in Zimbabwe, wir streichen 12 Nullen hinten weg. Ja, aus den Milliarden werden wieder aus den Milliarden Zimbabwe-Dollar, ja, wird jetzt wieder 100 Zimbabwe-Dollar. Ja, und es wird so, kann in Europa genauso passieren. Es kann sein, dass wenn die Inflation zu stark wird, dass die Regierung sagt, okay, Freunde, wir machen einen Stopp und wir wandeln den aktuellen Euro in einen neuen Euro, ja, und streichen 6 Nullen hinten weg oder 3 Nullen hinten weg. Oder, nein, bei 3 werden sie es noch nicht machen. 6 bis 9 Nullen werden meistens gestrichen. Und dann geht das Spiel meistens von vorne los. So. Die Regierungen, die EU, Leute, die clever sind, die paar, die sich mit Geschichte auskennen, die sich mit Währungen auskennen, wissen, dass das passieren wird und sie wollen es nicht. Ja, sie wollen es auf keinen Fall. Was wollen sie machen oder was ist der Plan? Und zwar, sie wollen die Inflation mit Gewalt quasi unterdrücken. Und wie funktioniert das? Ganz einfach, indem du das Ausgeben von Geld beschränkst. Limitieren des Ausgibens. Und Sie werden sich jetzt fragen, Moment, also das schaut im Prinzip so aus, dass die Regierung sagt, Freunde, du darfst nicht mehr als 50 Euro am Tag ausgeben. Sie werden sich jetzt denken, Moment, wer soll mir das jemals bitte verbieten können? Oh, es ist ganz einfach, ja. Wenn die digitale Währung da ist, dann wird man ihnen das verbieten. Und es geht alles darauf hin, dass in den nächsten 3, 4, 5 Jahren eine digitale Währung eingeführt wird. Ja. Und zwar der digitale Euro konkret. Jedes Land ist mit extrem starken Bestrebungen, mit Vollgas daran, eine digitale Währung einzuführen. Keine dezentrale digitale Währung wie einen Bitcoin, sondern eine zentral gesteuerte digitale Währung wie den digitalen Yuan, die chinesische Währung, den digitalen Euro, digitaler Dollar. All das wird kommen, ob es uns gefällt oder nicht. Bargeld wird wegkommen. Ja? Sie haben mit den 500-Euro-Scheinen angefangen, jetzt sind die 200-Euro-Scheine in Gefahr. Die Kleinmünzen sollen abgeschafft werden, also die 1-2-Cent-Münzen sollen weg. Ja. Freunde, das sind alles Indikatoren. Bargeld soll weg. Und wenn der digitale Euro da ist, wenn du nur noch über Mobiltelefon zahlen kannst, wenn du einen Chip hast, wo dein Vermögen drauf ist, oder wenn du mit Fingerabdruck oder mit Augenscanner oder mit implantierten Chips, die es auch schon gibt, zahlen musst. Ja, wenn du das Zeichen auf deiner Stirn hast oder auf deiner Hand hast. Ja? Wenn du nur noch so zahlen kannst, ist es ein leichtes für die Regierung, das zu beschränken. Wir haben schon in Zypern gesehen, in der Zypern-Krise. Dort war es einfach so, dass die maximale Ausgabemenge bei den Bankomaten beschränkt haben. Du kannst einfach nicht mehr abheben als 50 Euro am Tag am Bankomaten. Die Regierung könnte es jetzt schon machen. Das wäre natürlich nicht so toll. Aber das sind die Möglichkeiten, die sie hat. Und das ist die einzige Art, wie man eine Hyperinflation stoppen kann. Ja? Die zweite Art ist, du löst die Währung auf. Ja? Wie auch in Jugoslawien. Am Ende, wie es in Jugoslawien passiert ist und das Land in einem Bürgerkrieg oder in einem Krieg zerbrochen ist. Hat einen anderen Auslöser gehabt, by the way. Es war nicht die Inflation. Es hat einen anderen Auslöser gehabt. Und eine Hyperinflation hat immer einen Auslöser. Ja? Auch hier, wenn es zu einer Hyperinflation kommen sollte in Europa, wird es einen Auslöser geben. Wird nicht so wie die aktuelle Bierkrankheit. Es wird was richtig, richtig Unerwartetes sein.
oder vielleicht erwartet, vielleicht geplant von irgendwem. Wir wissen es nicht. Ja. Auf jeden Fall wird es ein großes Cash-Abräumen vorher geben. Das wird vorher passieren. Das Bargeld wird im großen Sinn abgeräumt. Dann beginnt die Inflation und dann kommt der Wechsel. Oder der Wechsel kommt vorher. Und die räumen das Bargeld ab und haben so die Inflation gestoppt. Eins von den beiden wird passieren. Es ist nicht mehr möglich, die im Moment aufgebauten Schulden, die EZB aufgebaut hat, die alle Regierungen in Europa, die alle Regierungen weltweit, bis auf 5 löbliche Ausnahmen, aufgebaut haben, es ist nicht möglich, diese zurückzuzahlen. Okay, woher habe ich all das ganze Wissen? Das habe ich von einem Freund von mir, von Alexander Streb. Ich habe mit ihm gemeinsam ein Webinar gemacht. Und die Inflation, und vor allem die Hyperinflation, das ist eine reale Gefahr für Ihr Vermögen. Wenn Sie wissen möchten, welche Gefahren es noch gibt und vor allem, was man dagegen tun kann, ja, lade ich Sie zu unserem gemeinsamen Webinar ein. Sie finden den Link dazu unter dem Video. Er zeigt Ihnen nicht nur, welche Möglichkeiten es gibt, vor allem auch, was man noch dagegen tun kann. Und er zeigt Ihnen auch eine Lösung, die sich seit Jahrhunderten bewährt hat. Ja, kein Edelmetall, keine Immobilien, keine Aktien oder Windanlagen oder Krypto oder Kunst oder irgendwas. Ja. Das ist absolut geniales. Ich selbst habe darin ebenso investiert. Also, kommen Sie auf das Webinar, sehen Sie es sich an. Sie finden den Link unter dem Video. Freue mich und bis bald, Ihr Markus Dahn. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer 1, sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt, extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. 1 Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen. Wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt, und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.